Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Leute, Alter, ich bin unglaublich gehypt, Leute. Vor kurzem kam eben der Brawl Talk raus und ich habe ihn mir bereits natürlich angesehen. Und Leute, Alter, was in diesem Update kommt, übertrifft wirklich alle anderen Updates. Es ist einfach unglaublich krass, Leute. Wir haben nicht nur einen neuen legendären Brawler, neue Skins, zwei neue Game Modes, aber auch so viele Überarbeitungen, was Skins angeht und natürlich auch neue Skins, zum Beispiel für Genie und so weiter, Leute. Das ist ultra, ultra krass. Und ich würde sagen, mit der ersten Sache beginnen wir einfach mal direkt. Und zwar mit dem neuen legendären Brawler, Leute. Sandy heißt er. Oh mein Gott, Leute, let's go. Wir schauen uns mal auch Gameplay an von Sandy. Ich würde sagen, let's go. So, Leute, hier könnt ihr eben schon Sandy sehen. Und zwar auch gerade schon die Ulti von Sandy. Brawl Talk ist hier, wie gesagt, dieser Account mit dem neuen Brawler, Leute. Oh mein Gott, das ist einfach zu crazy. Ihr seht, das ist ein Sandsturm schon mal hier in der Mitte. Das ist die Ult, Leute. So sieht der normale Brawler aus. Sieht extrem aus wie Genie, muss ich sagen. Aber ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, im Prinzip eine ähnliche Attacke wie Poco, Leute, muss man wirklich sagen. Ich hoffe, die ist natürlich stärker als die von Poco. Und die Ult ist eine mega, mega große Reichweite. Ihr seht, man kann einen Sandsturm placen. Innerhalb dieses Sandsturms, Leute, jetzt nochmal übrigens ein Vergleich eben zu der Range und so weiter mit Frank verglichen. Das ist übrigens gerade von Kairos Time, der Zusammenschnitt. Ja, im Prinzip ist es eigentlich so, man kann diesen Sandsturm placen und in diesem Sandsturm bist du und deine Mates eben unsichtbar, Leute. Und das ist ultra krass, muss man echt sagen. Denn Leute, ihr müsst euch ja erstmal überlegen, ja, welche Möglichkeiten das eigentlich beinhaltet, Leute. Man kann das nicht nur gut bei 3 vs 3 einsetzen, wie zum Beispiel bei Tresorraub, sondern auch ultra, ultra krass in Duo-Showdown zum Beispiel. Wenn die Zone kleiner wird, dann ist man einfach unsichtbar, überlegt euch das mal. Ultra, ultra heftig. Und ja, Mann. Die normale Attacke, die schauen wir uns auch nochmal gleich auf jeden Fall an von dem Kollegen. Und zwar, ja, einfach mal, let's go, weiter geht's hier. Leute, wie gesagt, ich nehme immer hier die Kairos-Time-Zusammenschnitte, weil er das immer sehr, sehr gut macht. Und er hat natürlich das immer schon früher machen können. Das ist halt immer, ja, sehr, sehr nice dann in dem Fall. So, und würde ich sagen, wir schauen uns das nochmal genau an. Also ihr seht hier die normale Attacke. Im Prinzip ist das so ähnlich wie einfach, ja, Poco. Ich hoffe mal, er macht mehr Damage. Also was man jetzt so gesehen hat, ist jetzt einfach, dass er, wir sehen es jetzt nochmal hier an der Stelle, wie viel Schaden er macht, 1260. Ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Wir werden es dann im Endeffekt sehen, wie stark Sandy tatsächlich ist. Sandy ist aber auch ein Mann, also der Sandy, Leute. Ist auf jeden Fall nice und ich schaue jetzt nochmal genau. Ja, da macht er genau den Damage, Leute. Und seine Star Power ist übrigens, dass Gegner innerhalb dieses Sandsturms auch Schaden erleiden, Leute. Mega, mega geil. Ich bin mal echt gespannt, wie stark dieser Brawler sein wird. Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt. Ja, das ist schon mal ultra geil, muss ich sagen. Und weiterhin wird es noch viele, viele weitere Änderungen geben. Zum Beispiel haben wir einen neuen Genie-Skin, Leute. Oh mein Gott, endlich kommt ein Genie-Skin. Und er sieht ultra krass aus. Ein Pirat-Genie, Leute. Mega, mega geil, muss ich sagen. Also besseren Genie-Skin hätte ich mir kaum vorstellen können, muss ich sagen, Leute. Ultra, ultra geil sieht er aus. Dann haben wir eben noch ja, vom scheiß Boxer Remodels für alle Skins. Das ist ultra krass, Leute. Ich habe auch die ganzen Skins nämlich schon gekauft. Und die sehen jetzt mega, mega geil aus. Davor waren die leider ein bisschen alt schon und nicht so cool. Und jetzt sehen die alle einfach ultra krass aus. Seht ihr jetzt nochmal hier. Ja, Mann. Das ist auf jeden Fall auch richtig, richtig geil. Ansonsten haben wir noch einen roten Barley bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine coole Ergänzung, muss ich sagen. Aber bei Barley finde ich schon die anderen Skins eigentlich eh besser als diesen Magier Barley. Ja, und natürlich auch die weiteren Skin-Änderungen seht ihr jetzt nochmal hier eingeblendet. Wir haben zum Beispiel, ja, Brock, der jetzt aus seinem Beach Brock Haie rausschießt. Mega cool. Und auch Sommerfan Jessie, die Wasserkugeln rausschießt eben aus ihrer Attacke. Mega, mega krass, Leute. Und das mega, mega heftig, mega, mega heftigste, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, ist halt auch, dass einfach mal zwei neue Game Modes kommen, Leute. Ultra, ultra krass, Leute. Also damit hätte ich wirklich niemals gerechnet. Ich war übel überrascht, Leute, als ich mir den Brawl Talk eben angeschaut habe. Es kommen einfach mal zwei neue Game Modes direkt, Leute. Und es ist beides ein Solo-Game Mode. Ultra, ultra geil. Wir haben zum einen frei für alle Kopfgeldjagd sozusagen. Und das eben im Solo, Leute. Es ist ultra, ultra geil, muss ich sagen. Also wer sammelt die meisten Kills im Endeffekt, Leute? Das ist ultra geil, muss ich sagen. Das ist eigentlich, ja, fast schon besser als Solo-Showdown, muss man sagen, weil es da wirklich um Kills geht und nicht ums Überleben. Das heißt, Campen ist hier in dem Fall gar nicht möglich, Leute. Es werden richtig, richtig geile actiongeladene Runden sein. Und ja, Campen oder Teamen ist natürlich eh ein bisschen unnötig dann, wenn ihr wisst, was ich meine, weil es geht wirklich um die Kills. Das ist mega, mega cool, muss ich sagen. Der zweite Game-Mod ist auch krass. Und zwar, wer macht den meisten Schaden an einem Roboter?
der eben durch die Map läuft. Und das eben solo, also gegen 9 andere Spieler, Leute. Mega, mega krass. Ich feiere auch die neuen Game Mods extrem, muss ich sagen, Leute. Und ja, also ich muss echt sagen, Leute, also das waren jetzt so die wichtigsten Änderungen zum Update, Leute. Neuer legendärer Brawler, einfach zweimal neuer Game Mode. Das ist mit Abstand das beste Update des Jahres, Leute. Und ich bin ultra, ultra gehypt, Leute. Ich hoffe natürlich, ihr auch. Lasst nochmal jetzt unbedingt ein Like auf diesem Video da. Und ich würde sagen, Leute, wir warten zusammen eben wieder auf das Update. Ich bin mega, mega gespannt, wann das kommt. Und ja, Mann, Leute, ultra, ultra geil. Und damit einfach ciao, bis zum nächsten Mal.